Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Ja, den Miner haben wir in letzter Folge in Gang gebracht und ich habe offscreen noch ein bisschen weitergewerkelt. Ich habe hier nochmal einen Furnace gebaut und hingestellt und hier einen Grinder. Und die habe ich hier oben jeweils mit ganz normal verbunden. Hier die über die Whitelist, was er hier raussaugen darf. Für den. Das müsste für den Furnace sein, wenn ich mich nicht irre. Jawohl. Und hier an der Seite alles das, was in den Grinder geht. Die Kiste ist momentan voll. Und die Kiste ist auch voll, weil er keinen Lagerplatz hat für diese Dinger. Darum müssen wir uns jetzt als erstes kümmern. Das heißt, wir gehen mal hier runter und bauen mal hier so ein paar Barrels auf. Wir painten die auch gleich. Und passen die unserem Standard an. Und dann gucken wir mal. Nehmen wir mal erstmal Zertusquarz raus. Dann nehmen wir Uranium und Ruby Dust raus. Dann nehmen wir Cinnabar und ja, Zertusquarz habe ich schon. Cinnabar und dieses Zeug. Locken das Ganze. Zack. Dann brauchen wir Iron Upgrades. Gold Upgrades. Deer Upgrades. Dann gucken wir mal. Ruby Dust habe ich hier nichts mehr drin. Zertus, das nehmen wir mal raus hier. Dann haben wir hier noch Uranium. Uranium, 6 Stück. Cinnabar und Pyro-Dingsbums. Zack. Okay, passt. Das passt dann auch. Okay, super. Können die erstmal weg. Dann. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wir haben kaum noch Platz. Das ist, wird langsam alles ein bisschen eng. Also, Zertus kommt mal hier drüben hin. Zack. Und zack. Ach, shit. So. Habe ich die jetzt eigentlich schon gelockt? Ja, warte ich. Jetzt ist das schon voll hier. So. Obwohl, können wir mal stehen lassen. Ich glaube, ich hatte oben noch anderes, das normale Zertusquarz. Nein, anscheinend nicht. Ach, das konnte ich nicht verarbeiten hier. Genau, das musste ich nämlich anders machen. Das habe ich nämlich da noch drin. Okay, dann haben wir hier einen Ingot. Den hauen wir mal. Schon wieder. Reicht's aber. Verdammt. So, Rucksack auf. Weg damit.
Und dreimal unten das Zeug. Shit. Da muss ich das leider erstmal hier hinten hin machen. So, jetzt sollte das sich hier lernen. Appetit und Sapphire. Ja, hilft ja nichts. Muss ich ja noch irgendwie was für tun. Wobei Appetit habe ich hier drüben. Den machen wir einfach damit hin. So. Das kommt dann einfach hier drüben mit dran. Okay. So, jetzt müsste das hier wieder erstmal schön schnuckelig durchlaufen. Gucken wir mal hoch. Jawohl, das läuft alles durch. Wunderbar. Jetzt müsste sich das hier auch langsam lernen. Aber wirklich nur langsam. Dann muss das jetzt erstmal wieder alles hier in die Gänge kommen. Das dauert hier mir eigentlich mit den Item Ducts noch ein bisschen lange. Wobei, der braucht natürlich auch eine Zeit, bis er das hier abgearbeitet hat. Eigentlich ist das ganz okay. Gut, belassen wir es erstmal dabei. Den Kameraden hier, den bringe ich dann mal offscreen in Gang, weil das ist eigentlich nichts anderes, nur dass hier überhaupt nichts verarbeitet werden muss. Da braucht nur Strom ran und dann muss das irgendwo ins System. Wobei, mir geht da unten langsam echt der Platz aus. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Plätze noch frei. Wobei einer ist noch für Certus-Quarz reserviert. Das habe ich hier noch mit drin. Das können wir der Form halber einfach mal da mit ranbringen. So, jetzt habe ich die Painter schon wieder liegen lassen. So. Okay, dann haben wir die Regel nämlich komplett. Ja, ich glaube, es wird langsam Zeit fürs ME-System. Es führt so langsam kein Weg mehr drumrum. Weil die Wand möchte ich ehrlich gesagt nicht noch großartig vergrößern. Ich könnte natürlich hier die Ores noch wegnehmen und hier in die Barrels packen, in die Drawer packen. Wobei ich natürlich hier den Vorteil habe, ich habe hier Infinity Upgrades. Die habe ich hier nicht. Und das ist so ein bisschen, meh. Das ist so ein bisschen blöd. Ja, vielleicht können wir hier so wie Spinat und sowas das nochmal alles hier weghauen. Ich meine, den Spinat wollte ich sowieso noch umbauen, dass der hier wegkommt. Damit ich da eine Emerald Farm draus basteln kann. Naja, okay. Wir gucken mal ins Questbuch. Wir schauen mal, was haben wir denn hier noch Interessantes fertig. Oder was können wir fertig machen? Eine Sawmill könnten wir noch bauen. Hier müsste relativ easy gehen. Fusion Control Computer. Den Task, da fehlt mir der letzte Miner. Hier fehlt mir definitiv das Plutonium.
Da müssen wir uns auch drum kümmern, dass wir das automatisiert kriegen. Was haben wir hier noch Schickes? Nichts, was erstmal relevant wäre. Muss uns mal einen ME-Controller angucken. ME-Controller. Empowered Palace Crystals. Empowered Palace. Vier Stück. Kein Problem. Haben wir. Ein Nether Star. Haben wir auch. Auch kein Problem. Data Orb. Habe ich nicht. Da fehlen mir die Data Storage Circuits. Und dafür fehlen mir die Emerald Platten. Okay, also ich brauche Emeralds. Haben wir hier sogar welche? Der Miner hat schon ein bisschen was gemacht. Wie war das jetzt nochmal? Mit dem Emerald Block, da brauche ich die nicht klein machen. Ich mache mal alles zu Platten. Machen wir hier mal wieder unser Speedbienchen. Okay, warum geht das nicht? Ach, im Kompressor. Ach, im Kompressor. Hier in dem guten Ding. Zack. Okay, da haben wir doch einige Emerald-Platten. Die können wir auch gleich mal hier einfügen. 700 Stück. Blüm, blüm, blüm. Ich brauche von diesen Dingern 4 Stück. Mal 8. 32 davon. Und das mal 4. Boah, das ist alles. Wir können den ME-Core machen. Boah, was kommt da jetzt? Perodat. Kann ich das noch wieder weiterverarbeiten? Peridot. Auch am besten im Industrial Grinder klein oder normal im Crusher. Gucken, wo der Filter dafür ist. Peridot bleibt da mal mit drin. Muss ich mir mal genauso wie da
das Zertusquarz. Was anderes für ausdenken, wie ich das verarbeiten kann am besten. Okay. Das. Wir haben alles. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Mühls craften können. Oder ob wir hier Probleme kriegen. Error. Not enough power. 2000 RF. Wir brauchen dafür 2000 RF. ME-Controller. Tatsache. Heftig. Optimizer. Ich glaube, wir müssen dabei gehen. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich beigehen. Copper Coil. Kein Problem. Advanced Circuit. In der Cutting Machine. Wow. Basic Machine Frame. Okay, also das ist echt. Also das. Rolling Machine. Titanium mit Wasser. Delithium. Oh, den kriege ich nur in meiner Tier 6. Und den meiner Tier 6 kann ich nicht bauen. Tier 6. Das ist kein Problem. Helium 3. Deuterium habe ich. Endstone. Ist auch kein Problem. Wieso habe ich den nicht mitgebaut? Infusion Control Computer. Sollte kein Problem sein. Helium 3. Aus Endstone Dust. Oder Helium. Endstone ist doch nicht das Problem. Iron Casing, High Voltage Coil Block. Das ist alles kein Ding. Warum habe ich den meiner Tier 6 nicht gleich gebaut? Eine sehr gute Frage. Wir müssen dahin, tatsächlich. Enchanter. Wie easy kriegen wir den denn hin? Also das sollte Magical Wood. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen in der nächsten Folge den Tier 6 Miner. Ich baue dann oben schon mal um. Dann können wir den ganz easy aufbauen. Dann machen wir den in der nächsten Folge fertig. Ich glaube, da ist nichts. Den Fusion Control Computer, den können wir vielleicht noch machen. Fusion Coil.
Beryllium. Enderpearl Dust. Emerald Dust. Im Industrial Electrolyzer. Wir machen Vorbereitungen. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Wir gucken mal. Okay, Enderpearl Dust. Ein Barrel. Da kann der nämlich schön vor sich hin werken. Ja. Fusion. Sagt das Questbuch zu dem Fusion Control Gedöns. Sechzehn Fusion Coils. What? Die machen 50. Alter, wenn ich das hier auf 2000 hochbringen muss, ganz ehrlich. Advanced RF Storage macht 1000. Warum habe ich denn den nicht? Uno momento, por favore. Jetzt habe ich gerade was gesehen. Dann kann ich die nämlich austauschen vielleicht einfach. Da brauche ich 4 davon. Da fehlen mir bestimmt die Labraton Crystals. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Energy. Ich brauche mal Diamanten. Ein Stack. Status Idle. Mache ich das wieder da dran. Ab Faktor 4. Jetzt geht das wieder los. Ich hasse das echt. Speed ab Faktor 3. Jetzt habe ich einen Error. Bitte alle mal machen. Danke. So, ich brauche die Energy Crystals. Diese Dinger. Ach, dafür brauche ich wieder die Batterien. Ich habe noch 6 Single-Batterien. Redstonia. Das ist das kleinste Problem.
So, einmal klein gemacht den Kram. Zack, 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 alles weg. Boah, ich bin froh, wenn ich ein MSI-System habe, ganz ehrlich. Das geht mir hier so auf den Kack. So, die Advanced Coils, also Singular Batteries. Da brauchen wir die Dinger, da brauchen wir die wahrscheinlich wieder. Zwei Stacks. Nickel Nuggets habe ich doch. Das sind wahrscheinlich wieder andere hier. 1, 2. So. Die Double. Dann die Triple. Dann die Energy Dinger. Okay. Dann brauche ich die Labradrons fehlen. Habe ich keine IFA Base mehr? Doch. Warum kann ich die nicht? Komischerweise jetzt. Jetzt habe ich zu viel gebaut. Egal. So, jetzt brauche ich die. Mein Jetpack ist leer. Oh, mein Jetpack ist leer. Ich glaub's nicht. Jetzt brauche ich mal die Dinger. So, einmal dahin, der füllt sich. So, der Kamerad füllt sich auch. Der kann da wieder vor. So, dann probieren wir das jetzt nochmal. Es geht. Yeah. Okay, das dauert jetzt 15 Minuten. Den Vorgang kriege ich auch nicht beschleunigt. Kann ich die jetzt eigentlich wieder unten drunter setzen oder macht mir das das? Das macht mir tatsächlich das Rezept kaputt. Obwohl, warte mal. Nee, das schafft er nicht. Okay, lassen wir es dabei. Dann 15 Minuten und in der nächsten Folge haben wir den ME-Controller. Ja, dann würde ich sagen, ich bin raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen.
Ich hoffe, es war ein bisschen spannend, auch wenn es total durcheinander war. Und das ist der nächste Schritt in eine neue Welt. Ins ME-System, ins Autocrafting. Viel Umgebaue, viel Gefussel. Und ich weiß noch gar nicht, wo ich das alles hinbauen soll. Und damit bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch. Bis morgen. Adios, meine Freunde.